Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute einen kleinen Spot zeigen, wo ihr relativ einfach eine Max-Level-Tasche herbekommt, beziehungsweise sie müsste eine 34-Platz-Tasche sein, also die größte, die man aktuell bekommen kann. Und die könnt ihr eigentlich mit jedem Char relativ easy looten. Hinter mir befindet sich eine Kiste, die 50 neblige Kiste, und die können wir jetzt einfach mal aufmachen. Unter da, was haben wir hier drin? Nebliges Säckchen. Und dieses neblige Säckchen ist eine 34-Platz-Tasche. Wird beim Aufheben gefunden. Komischerweise zeigt es mich einen Marktwert von 24.000 Gold an. Also ich glaube zwar nicht, dass man die verkaufen kann. Ne, die ist seelengebunden. Und ja, das ist die neben einer anderen Tasche, die man holen konnte. Ich muss jetzt mal schauen. Warte mal, tun wir es mal in getrennte Taschen umwandeln. Es gab hier eine andere 34-Platz-Tasche. Im Prevent zu Shadowlands konnte man die, meine ich, holen. Und jetzt haben wir hier quasi die zweite nach einer langen, langen Weile. Und die werde ich jetzt einmal anlegen, beziehungsweise, wo haben wir sie da unten? Muss ich mal gucken. Ah, da muss ich jetzt mal noch schauen. Ich habe hier eigentlich ein Add-on für, also das wird jetzt ein bisschen schwierig. Aber ich zeige euch mal, wo man die bekommt. Wir sind nämlich einmal hier in den Wasserfall reingeflogen und die Koordinaten zeige ich euch auch mal auf der Map. Wir sind hier bei den Koordinaten 58, 52 und das ist einmal in der Küste des Erweckens und da könnt ihr euch einfach die Tasche holen mit allen Twinks. Habt ihr einen schönen großen Beutel und ich denke mal, das ist für den ein oder anderen eine schicke Angelegenheit. Mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Das Ding ist übrigens auch ein Schatz für ein Achievement. Da werde ich dann aber nochmal, denke ich mal, ein komplettes Video zu machen. Und ja, da sehen wir uns vielleicht wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.